Abend, liebe Freunde eines funktionierenden öffentlichen Verkehrswesens und vor allen Dingen eines zukunftsfähigen Kopfbahnhofs. Ja, ich stehe mal wieder hier oben, weil ich die sehr tolle Aufgabe bekommen habe, etwas über die bevorstehende Zahlung des Landes zu sagen. Das Land soll am 31.08. 25 Millionen Euro wieder an die Deutsche Bahn bezahlen. Das ist so vorgesehen in den Finanzierungsvereinbarungen. Alle zweimal im Jahr werden solche Zahlungen gemacht. Ich sehe schon, ich muss eigentlich gar nicht weiterreden. Wir sind uns alle einig, dass das nicht gerechtfertigt ist. Aber ich wollte das jetzt mal ein bisschen beleuchten. Als Ingenieure gucken wir uns zunächst mal unsere ureigensten Themen an. Von der Gleisneigung, dem Brandschutz, zu den geologischen Gefahren, vom Filderbahnhof ganz zu schweigen, was da oben gebaut wird. Eine nicht enden wollende Liste von Murks, unserer Meinung nach, die nicht funktioniert, nicht durchgeplant ist, wenn es dann überhaupt schon einen Plan gibt. Man baut ein Projekt auf Sicht, bei dem eine konkrete Vorplanung über mehr als ein Jahrzehnt notwendig wäre. Es ist, wie Architekt Gerkan zu Berlin-Schönefeld schreibt, er hat es vielleicht ein bisschen anders gemeint, kein Konzept, nur unstillbares Verlangen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir gegenüber der Bundesregierung, dem Land und der Stadt die Unzulänglichkeit der Planung angeprangert. Stereotyp wurde uns die Formel entgegengeschleudert. Stuttgart 21, das ist ein eigenwirtschaftliches Projekt der Deutschen Bahn. Mithin könne man zu den Problemen keine Stellung nehmen, noch den Bauträger beeinflussen. Das alles wollen wir heute beiseite lassen. Am Vorabend der nächsten Millionenzahlung widmen wir uns nur einem Thema, dem Geld. Rufen wir uns noch einmal ins Gedächtnis, warum die meisten Menschen, die für das Projekt sind, gegen den Ausstieg des Landes aus der Finanzierung von Stuttgart 21 gestimmt haben. Erstens fürchteten sie die hohen Ausstiegskosten. Zweitens wollten sie unbedingt, dass die Mittel, die Baden-Württemberg in den Länderfinanzausgleich zahlt, auf diese Weise mal wieder zurück ins Musterland fließen. Wir wissen es besser. Die Ausstiegskosten wurden zu allen Zeiten exorbitant übertrieben und wir bekommen erheblich weniger durch Stuttgart 21 zurück, als wir mittelbar und unmittelbar für das Projekt bezahlen. Das wurde bereits 2011 nachgewiesen und Sie kennen diesen Nachweis, wer zahlt S21 in YouTube oder die Broschüre, gut abgezockt. Also wir haben die Unterlagen, man muss sie nur lesen. Schon damals wurden die finanziellen Hauptgewinner genannt, die Deutsche Bahn und ihr Eigentümer, die Bundesrepublik Deutschland. Im April 2009 wurde die Finanzierungsvereinbarung unterschrieben, die einen Ausstieg aus dem Projekt praktisch unmöglich machen sollte. Trotz einer ersten Kostenexplosion von 3,1 auf 4,9 Milliarden Euro, die vor der Gefahr der Kündigung durch die Projektpartner vom sogenannten ehrlichen Hamburger Kaufmann Grube auf angeblich 4,1 Milliarden Euro gedrückt wurde. Also obwohl dieser ehrliche Hamburger Kaufmann diese Sache mal versuchshalber auf 4,1 Milliarden zumindest auf dem Papier gedrückt hatte, haben die Projektpartner nicht von ihrem Kündigungsrecht bis Ende 2009 Gebrauch gemacht, obwohl die Aufteilung von Mehrkosten nicht geregelt war. Das ist grob fahrlässig und eigentlich bewusste Untreue. Nach dem Ende 2011 mit der Volksabstimmung weite Teile der Bevölkerung bezüglich der wahren Kosten erneut hinters Licht geführt worden waren, konnte man 2012 langsam aber sicher die Katze dann aus dem Sack lassen. Die Deutsche Bahn holte sich insgesamt drei Beratungsbüros, McKinsey, Freshfield und Emmchen Berger zur Projektsteuerung ins Boot. Man nannte das ganze 6-Punkte-Programm und versuchte ein Dreivierteljahr das aus dem Ruder laufende Projekt einzufangen. Ende 2012 holte man sich als weiteren Berater PricewaterhouseCoopers dazu. Das 6-Punkte-Programm mutierte zum 10-Punkte-Programm. Ja,
Und daraus möchte ich nur ein Highlight zitieren aus diesem Projekt Controlling. Es stellte sich heraus, dass mit Stand September 2012, das ist noch gar nicht so lange her, 1084 notwendige Vereinbarungen zu den Leitungsverlegungen und Kreuzungen noch nicht einmal 1011 überhaupt verhandelt waren, überhaupt eine technische Lösung hatten. Das erzeugte dann extreme Terminrisiken, das stellt PricewaterhouseCoopers fest. Mit anderen Worten, weil ein Viertel dieser Leitungen muss bauvorbereitend verlegt sein, bevor man überhaupt anfangen kann. Und so kann man mit anderen Worten sagen, die DB kann schon deswegen nicht bauen, weil das Baufeld überhaupt nicht reinkommt. Das war, wie gesagt, im September. Im Dezember 2012 war dann auch dem Aufsichtsrat der DB klar, dass die Projektkosten nochmals um mindestens 1,1 Milliarden Euro angewachsen waren. Trotzdem wurde weiterhin im Projekt mit dem alten Wert, im Volksmund auch Kostendeckel genannt, gerechnet. Liest man sich das Gutachten des zuletzt hinzugekommenen Gutachters durch, bekommt man den Eindruck, dass es nicht einmal möglich war, die Kosten im Projekt plausibel von der Management-Ebene bis hinunter zur operativen Ebene nachzuvollziehen. Und so hatte man dann am Ende vor der Aufsichtsratssitzung im März 2013 ein verwirrendes Zahlenwerk, das jedoch nichts anderes signalisierte als Hani Asas Liste der 121 Chancen und Risiken vom März 2011, dass nämlich das Projekt um mindestens 1,1 Milliarden Euro teurer wird und weitere Risiken birgt, die noch einmal mindestens zusätzliche 1 oder 2 Milliarden Euro ausmachen. Hätte man diese bereits offensichtlichen Wahrheiten im März 2011 war diese Hani-Ada-Liste bereits bekannt, hätte man sie dort bereits zugegeben, es hätte keine Volksabstimmung, es hätte auch keine abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung gegeben, es hätte kein Schleifen des Bahnhofs stattgefunden und der Schlossgarten wäre bis heute nicht zerstört. Kalte Füße bekommen und wollte in weiten Teilen aus dem Projekt aussteigen. Doch nun war das Projekt plötzlich nicht mehr eigenwirtschaftlich. Auf dringendes Geheiß aus dem Kanzleramt und dem Bundesverkehrsministerium beschloss der Aufsichtsrat an diesem denkwürdigen 5. März 2013 die Übernahme der 1,1 Milliarden Euro. Weitere 0,9 Milliarden wollte man so lange tragen, bis sich Stadt und Land nicht mehr gegen die Übernahme dieser Kosten wehren hätte können. 300 Millionen Euro ließ man gleich mal aus der Kostenbetrachtung raus, als Fuß in der Tür, um so Stadt und Land zur Beteiligung an den Kosten für die Sonderwünsche wie Schlichtung und Filder Bahnhof zwingen zu können. Und nun? Im Moment geht es jetzt nur um eins, so schnell wie möglich überall die Löcher an allen Stellen aufreißen, damit Stadt und Land mehr und mehr erpressbar werden. Vor der Landtagswahl, vor der Volksabstimmung und auch danach wurde Ministerpräsident Kretschmann nicht müde zu betonen, ich werde mich nicht als Ministerpräsident auf eine Situation einlassen, in der ich nachher erpressbar bin, weil niemand die größte Baustelle Europas jahrelang liegen lassen kann. Was hat er dann gesagt? Deshalb erwarte ich von der Bahn eine verbindliche Erklärung zur Kostenübernahme, wenn der Kostenrahmen überschritten wird. Aber die Bahn hat sich um diese Aussage erfolgreich gedrückt. Nun ist zu fragen, warum sie sich durch die Kanzlerin überreden lässt, dieses eigenwirtschaftliche Projekt nun weiterzuführen, wenn es doch angeblich in der Verlustzone ist.
Selbst Toni Hoch, Anton Hofreiter sprach bereits von 10,7 bis 11,3 Milliarden Euro. Auch das sollte nochmal erinnert werden. Das liegt nun schlicht daran, dass durch die verdeckten Zuzahlungen einschließlich Zinsen auch unter widrigsten Bedingungen bei der Bahn mehr hängen bleibt, als sie reinsteckt. Und die Differenz, die zahlen wir Steuerzahler. Im Wehrzahl Stuttgart 21 haben wir das gezeigt bekommen. S21, zitiere ich jetzt, ist für die Bahn und ihre Manager ein Bombengeschäft. Alles in allem setzt die Bahn, wenn man ihr die parallel zugeschobenen oder übernommenen Gelder und die um Immobilien Erlöse dagegen rechnet, für Stuttgart 21 gar keine Eigenmittel ein, sondern sie behält sogar die rund 1,5 Milliarden Euro aus der vernachlässigten Instandhaltung und den erlassenen, unterlassenen Modernisierungen als dauerhaften Überschuss. Als Winfried Herrmann noch Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundes war, nannte er S21 einen absurden Fall von volkswirtschaftlichem Wahnsinn, der aus betriebswirtschaftlichem Kalkül nicht gestoppt wird. Das hat er 2009 gesagt. Und heute... Will man heute die Wirtschaftlichkeitsdaten von S21 einsehen, speist einen die Bahn mit sogenannten Käferfolien ab, mit denen man nichts anfangen kann. Wenn man dagegen die geheimen Daten veröffentlichen will, dann ist es strafbewehrt und kostet mindestens 100.000 Euro plus Schadenersatz. Auf diese Weise entsteht keine Transparenz. Die Bahn ist ein Staat im Staate. Dort, wo es nützt, beansprucht sie hoheitliche Rechte. Und dort, wo es Geld bringt, beansprucht sie, ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu sein. Wir haben jetzt zu der Zahlung mal nachgerechnet. Bis Mitte 2013 hatte die DB laut Plan ca. 400 Millionen aus Landesmitteln erhalten. Aber allenfalls aus 300 Millionen an Planungs- und Baukosten verbraucht. Somit sind die Zahlungen, die wir jetzt zahlen müssten, bereits Vorleistungen. In der Finanzierungsvereinbarung ist aber eindeutig festgelegt, dass die Zahlungen nachschüssig zu liefern sind. Die Landesregierung muss sich also fragen lassen, ob die Zahlungen für die offizielle Kostenbeteiligung, die sie jährlich in zwei Tranchen leistet, nicht gestoppt werden müssten, weil der Bau hinterherhinkt. Und darüber hinaus die Nachweispflicht mutmaßlich nicht vertragsgemäß erfüllt wird. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Landesregierung weitere Zahlen nicht generell zurückhalten müsste, bis die Kostensteigerungen im Detail belegt sind und die Übernahme von Mehrkosten durch das Land und die Stadt definitiv ausgeschlossen werden könnte. Diese fundamentalen Fragen bewusst offen zu lassen, beziehungsweise das Druckmittel des Zahlungsstopps angesichts der Vertragsverletzungen und ungeklärter Mehrkostenbelastung aus der Hand zu geben, erfüllt unseres Erachtens den Tatbestand der Untreue, ganz in der Tradition der alten Landesregierung. Wir sagen also, so geht das nicht, Herr Finanzminister. Sie mögen so viel Benzin im Blut haben, wie Sie wollen, aber hier auf die nächste Tranche der Zahlungen des Landes, die zum 31.08.2013 fällig wird, die sollten Sie aussetzen. Soll die Bahn noch klagen, dann müssten endlich Fakten auf den Tisch. Ich habe noch eine Sache. Wir hatten neulich der Gerlinde Kretschmann gedankt dafür, dass sie die Tunnelpatenschaft nicht übernommen hat. Und wir hoffen ja, dass sie keine weitere Tunnelpatenschaft übernimmt. Es gibt so Gerüchte, aber es ist nichts bestätigt. Hoffen wir also, dass sie es nicht macht. Sie hat sich bedankt für unsere grünen Karten. Sie bedankt sich bei allen, die da unterschrieben haben, die da was draufgeschrieben haben, die sich dafür bedankt haben. Sie freut sich über das Buch, was da draus geworden ist. Und hier ist die handschriftliche Karte von ihr. Das fanden wir sehr schön.
möchte mich bei Ihnen, Ihrer Mitinitiatorin Frau Steinmeier und allen anderen Schreibern und Beteiligten herzlich bedanken. Es ist ein Buch draus geworden, was ich immer gerne wieder zur Hand nehme, weil es so liebevoll zusammengebaut wurde. Mit freundlichen Grüßen. Dankeschön, Wolfgang Kübert.